Rettungs-, Hilfs- und Einsatzorganisationen präsentieren sich am 12. September am Tag der Sicherheit 2015 in der Benedek-Kaserne in Bruckneudorf. Das Thema Sicherheit hat im Burgenland einen wichtigen und besonders hohen Stellenwert. Das umfassende und vielfältige Programm wurde von Landeshauptmann Hans Nissel, Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz, Oberst Franz Neuhold, Kommandant des Truppenübungsplatzes Bruckneudorf und Dr. Ernst Böckskör, Geschäftsführer der Landessicherheitszentrale Burgenland, gemeinsam mit den Vertretern der Rettungs-, Hilfs- und Einsatzorganisationen vorab der Öffentlichkeit präsentiert. Das Burgenland ist ein sicheres Land. Das Land stellt jährlich insgesamt mehr als 21 Millionen Euro an budgetären Mitteln für die Sicherheit aller Burgenländer zur Verfügung. Wir haben im Land auch eine Sicherheitspolizei erarbeitet. Das ist das Versprechen, dass Einsatzkräfte innerhalb von 10 bis 15 Minuten am Einsatzort sind. Es ist aber vor allem den Sicherheitsdienstleistern selbst, die äußerst kooperativ tätig sind, zu verdanken, dass es dieses hohe Maß an Sicherheit gibt. Diese Veranstaltung macht auf die großartigen Leistungen, die durch dieses gute Miteinander erbracht werden, aufmerksam, betonten Landeshauptmann Hans Nissel und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz. Am kommenden Samstag zwischen 10 und 16 Uhr findet der Tag der Sicherheit hier in der Benedek-Kaserne in Bruckneudorf statt. Es werden ca. 15 Einsatzorganisationen vor Ort sein. Das österreichische Bundesheer, die Polizei, die Rettungsorganisationen, die Wasserrettung und viele andere Einsatzorganisationen werden ihre Einsatzbereitschaft, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Das Land Burgenland hilft bei dieser Organisation mit und wir wollen auch zeigen, dass wir mit dem Steuergeld, und wir stellen für die Sicherheit 21 Millionen Euro zur Verfügung, eine Sicherheitspolizei für die Menschen geschaffen wird. Sie können sicher sein, wenn es einen Unfall gibt, wenn es einen Brand gibt, eine Umweltkatastrophe gibt, dass die Einsatzorganisationen, also Feuerwehr, Rettungsorganisationen in 9, 10, 12 Minuten am Einsatzort sind. Und wir haben auch den Rettungshubschrauber im Burgenland, weil es hier Probleme gegeben hat. Und jetzt können wir sagen, dass innerhalb von 12, 13 Minuten an jeder Stelle des Burgenlandes effizient geholfen werden kann. Ja, der Tag der Sicherheit ist im Burgenland ein Tag, der in der Bevölkerung sehr gut ankommt. Es waren voriges Jahr 3000 Besucher und wir glauben, dass das sogar mehr wird. Man hat gesehen, dass die Einsatzorganisationen so tatkräftig und schlagkräftig sind wie noch nie. Das hat man gesehen bei dieser Tragödie jetzt mit den 71 Toten. Das heißt, der Bereich Sicherheit ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und dieser Bereich Sicherheit umfasst ja die Rettung, umfasst die freiwillige Feuerwehr. Nicht nur die Polizei alleine. Das heißt, das ist eine Einsatzorganisation, sind Einsatzorganisationen, die speziell wichtig sind für das Burgenland und diese Organisationen präsentieren sich am Tag der Sicherheit und da sind natürlich alle herzlich eingeladen, diesen Tag der Sicherheit zu besuchen. Wir freuen uns auf jeden Besucher. Wir werden am nächsten Samstag hier am Tag der Sicherheit hier in Bruckneudorf natürlich auch die burgenländische Polizei präsentieren. Ich glaube, in den letzten Tagen und auch in den letzten Wochen hat man gesehen, wie wichtig dass das Thema Sicherheit ist, wie wichtig auch man plötzlich mit einer derartigen Riesenamtshandlung, wie wichtig man derartig mit einer Asylsituation derartig im Fokus steht, wie sensibel hier die Bevölkerung damit umgeht. Ich glaube, das Thema Sicherheit ist eines der wichtigsten Themen derzeit in unserer Gesellschaft. Daher müssen wir auch gemeinsam mit allen anderen Einsatzorganisationen hier dieses Thema Sicherheit in Bruckneudorf präsentieren. Wir werden dieses Jahr mit der Kinderpolizei, wir werden mit Präventionsmaßnahmen, aber wir werden auch mit dem Polizeihubschrauber hier vertreten sein und werden der Bevölkerung zeigen unser Leistungsspektrum und ich freue mich schon hier auf eine gesamtheitliche Darstellung des Themas Sicherheit mit allen anderen Einsatzorganisationen des Burgenlandes. Für 2015 hat der Landeshauptmann die Benedek-Kaserne ausgesucht, dass der Tag der Sicherheit hier bei uns stattfindet. Das freut mich ganz besonders. Das Bundesheer kann hier zeigen, kann sich repräsentieren, kann seine Kaserne zur Verfügung stellen. Natürlich bedeutet das auch viel Arbeit,
Wir müssen die Organisation sicherstellen für die Aufsteller, Strom, Wasser, Essensversorgung für die Besucher, Getränkeversorgung, die Sanitätsversorgung. All das machen wir natürlich gerne und sind froh, wenn die Bevölkerung zu uns in die Benedek-Kaserne kommt. Also das Rote Kreuz stellt beim diesjährigen Tag der Sicherheit aus die Rotkreuzjugend mit einer Hupfburg. Wir präsentieren Rettungsfahrzeuge, wir präsentieren Erste-Hilfe-Maßnahmen, Reanimationen mit einer Puppe und wir haben natürlich unsere Suchhunde dabei und wir hoffen, dass dieser Tag eine schöne Veranstaltung für die Bevölkerung wird. Der Samariterbund wird am Tag der Sicherheit die neuesten Einsatzfahrzeuge präsentieren, die in Dienst gestellt worden sind. Wir werden die Katastrophenhilfe präsentieren und ein wichtiger Schwerpunkt wird sein Erste Hilfe für jedermann. Damit man sieht, Erste Hilfe ist ganz einfach, das kann jeder machen, da kann jeder helfen und einen wichtigen Beitrag zur Rettungskette leisten.